Servus und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ich habe absolut keinen blassen Schimmer mehr. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, was ich mir zumindest für heute vorgenommen habe, ist, das hier abzureißen und das hier hinten abzureißen. Und die Tiere einfach mal ein bisschen, erstmal ein bisschen abseits abzustellen. Dafür werden wir jetzt erstmal was essen. Nam 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 nam. Haben wir noch irgendwas im Inventar Essbares? Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal das Hühnchenfleisch. Das ist ja ein bisschen leckerer als das Trockenbrot. So, was wir machen werden, ist erstmal die Gatter ein wenig zu... Jetzt ist da schon wieder ein Schaf draußen. Wahnsinn. Was wir machen werden, ist erstmal die Gatter ein wenig Jetzt ist da oben auch noch eins. Wo kommen die? Wie kommen die denn dahin, bitte? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Bringen wir das auch mal um. Das soll hier nicht so frei rumlaufen. So, prima. Erstens, weil die einfach viel zu extrem laut sind. Also die kotzen mich da so ein bisschen an, neben dem Haus. Wird es schon wieder dunkel? Oh, Wahnsinn. Da können wir ja gleich wieder schlafen gehen. Naja, dann machen wir das erstmal ganz fix. Und dann werden wir mal schauen, ob wir überhaupt genug Sticks haben. Ja, Holz haben wir genug. Sticks werden wir dann wohl auch genug haben für Zäune. Sobald wir ein Gatter auf eine andere Stelle gesetzt haben, können wir ja dann die Zäune von da benutzen. Also wir brauchen jetzt nur ein paar Zäune, um die ersten Tiere mal so einigermaßen sicher irgendwo festzuhalten. Vor allen Dingen muss ich mal gucken, ob ich eventuell irgendwo noch Zäune habe. Das weiß ich nämlich nicht mehr. 10 Stück, okay, das ist schon mal in Ordnung. Dann schauen wir mal, was wir aus dem Holz noch zaubern können. Hoppala, das war ein bisschen... Machen wir mal so und machen wir mal so. Ja, das sollte eigentlich passen. Dann so für... Da, okay. Vielleicht hier raus noch 64. Vielleicht nochmal 64. Ah ja, das passt sich schon. Zäune muss ich natürlich auch mal zaubern. Wie ging das? So, gell? Wenn ich mich nicht irre. Ja, tatsächlich dann 16. Das reicht nie und... niemals. Never. Mal gucken hier. So. Nochmal 16. Machen wir mal 64 Zäune. Ganz okay. Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Machen wir mal so noch 2. Das müsste passen, oder? Nee, jetzt bin ich heute wieder wunderbar in Mathe, aber... Ja, so, 64 Zäune, das sollte erstmal genügen. Dann werden wir jetzt erstmal gucken, wo wir die Tierchen so abstellen könnten. Ich mag die jetzt auch nicht zu weit vom Haus entfernt haben. Vielleicht hier oben? Erstmal. Oder da hinten? Oder hier? Da, wo wir mal die Bäume gepflanzt haben. Würden die hier hinpassen? Machen wir erstmal die ganzen Blümchen und sowas weg. Weil ich würde gerne an das Haus noch ein bisschen was anbauen, deswegen ist das hier so ein bisschen fehl am Platz mit den Tierchen. Und eben, weil sie extrem laut sind. Das nervt halt auch ein bisschen, deswegen wollte ich die da erstmal weg haben. Wir werden uns auf jeden Fall noch was Hübsches dazu überlegen, aber jetzt vorerst mal einfach nur weg vom Haus. So, das sollte eigentlich vom Platz her genügen, oder? So, dann würde ich sagen, ziehen wir hier mal... Haben wir noch Erde? Nee. Nehmen wir hier vorne mal Erde weg. So, und da noch. Und da noch. Wunderbar. Ich würde sagen, dass wir hier mal so ein bisschen... Alter, ich kotze gleich. Wie kommen die Viecher da raus? Das ist doch der Wahnsinn. So, dann machen wir einmal hier zu. Und dann hat hier vorne noch was gesehen. Genau, das ist so in Ordnung, glaube ich. Oder ist das Tier gar nicht draußen? Also irgendwas buggt in dem Spiel. Das haben wir ja letztes Mal auch schon gesehen, als wir hier die Bäume abgehackt haben, dass da teilweise die Äpfel und Saplings etc. nicht runtergekommen sind. Beziehungsweise sie lagen zwar am Boden, aber offiziell lagen sie noch oben auf dem Baum. Also irgendwas ist da kaputt. Wenn da irgendjemand weiß, was los ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das sagen könntet, weil das kotzt mich schon ein wenig an, wenn ich ehrlich sein soll. So, alles klar. Wie machen wir das eigentlich?
Muss ich mal gucken. Ach komm, Sinan. Ach komm. Ernsthaft nicht. So, alles klar. Vielleicht, dass wir in der Mitte so einen Durchgang machen? Jetzt ziehen wir das hier erstmal zu und dann müssen wir mal gucken. Ich weiß eh noch nicht, ob ich noch Zauntore in der Truhe habe. Das müsste ich erstmal nachgucken. So würde ich das gerne machen und dann da die Kühe hin. Wie gesagt, das ist jetzt nur provisorisch. Wie viel haben wir denn eigentlich da drüben? Ach, das ist eigentlich so egal, wie viel es da drüben sind. Das ist so egal, wie viel es da drüben sind. Weil, wie gesagt, das ist nur kurzzeitig so, bis wir mal hier wirklich was Ordentliches zaubern. So, dann schauen wir mal, ob wir noch Zauntore haben. Ich brauche mal ganz schnell einen Stift. Das war so und so. Okay, alles klar. Da gucken wir mal ganz fix in die Truhe rein. Zauntore sehe ich erstmal keine. Das ist blöd. Da müssen wir uns mal ganz schnell welche basteln. Haben wir hier noch normales Holz? Nee, aber das müsste eigentlich mit dem Birchwood auch gehen. Hoffe ich zumindest. Ich weiß es nicht. So ging das, oder? 2, 2. Machen wir mal 4 draus. 4. So. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Dann haben wir 4 Gatter und dann sollte das eigentlich auch gehen. 4 Zauntore, 4 Gatter, sage ich schon. Und zwar würde ich die gern hier so reinsetzen und hier so reinsetzen. Vielleicht sollte ich die Schafe hier drüben hin tun. Das schaut mir ein bisschen größer aus als hier. Ich würde eh sagen, dass wir erstmal die Kühe umsiedeln. So, da kommen die Kühe rein. Jetzt muss ich nur gucken, ob wir noch Weizen dabei haben. Nee. Ey, die sind nur am rumglitschen. Das kotzt mich an. Das kotzt mich an. Alter, was ist denn hier los? Voll die dicke Party. So, alles klar. Eins sollte reichen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Kommt mal alle mit. Hey, ihr da hinten auch. Hab hier lecker Fressen für euch. Ich glaube, die sind gerade ein bisschen laut. Die muss ich wohl nachher ein bisschen leiser stellen. Ja, komm doch um die Ecke. Wahnsinn. Wie unfähig bist du eigentlich? So, kommt mal alle mit. Ja, wunderbar macht ihr das. Ich bin stolz auf euch. Na, da hinten chillt schon wieder eins. Ja, einmal hier rein, bitte. Schön macht ihr das, schön macht ihr das. Brave Kühe, brave Kühe. Du vielleicht auch noch, bitte? So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwie wieder rauskomme. Alter, lass mich raus. Wahnsinn. So, da hinten sind noch 2. Schaut mal her. Ja, brav. Brav macht ihr das. Sehr schön. Kommt mal hier hoch. Und dann gehen wir mal hier so durch. Wenn ich hier mal die Tore, die Gatter aufmachen könnte. So. Einmal hier so rein, bitte. Ja, komm mal rüber. Alter, die werden hier regelrecht rausgeschubst. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind die Schafe dran. Ja, gut gemacht, Sinan. Ich bin stolz auf dich. Haben wir hier nur ein Tor? Oder ist das auch eins? Nee, komisch. Okay, dann kommt mal alle mit, bitte. Das wird jetzt halt ein bisschen eng. Ich würde sagen, dass ich hier mal sowas aufmache. So, alles klar. Alle mitkommen, bitte. Alter, sind die Viecher kaputt. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch wirklich der Wahnsinn. Müssen wir mal schauen, ob wir das so hinbekommen. Die Schafe scheinen da doch ein bisschen noch dümmer zu sein als die Kühe. Ja, komm mal rüber hier. Ach du blödes Tier, du siehst mich doch. Ach Freunde. Ich würde sagen, wir lassen die Tiere endgültig hier. Die kotzen mich so ein bisschen an.
durch ihre Dummheit. Das ist doch der Wahnsinn. Wie dumm können Tiere eigentlich sein? Das ist doch eigentlich traurig. Eigentlich wirklich traurig. So, schaut mal alle her, bitte. Ja, brav. Du auch, du blödes Viech. Na, kommt's mal her. Ich glaube, mit denen sollte das klappen. Kommt mal her, bitte. Ja, brav. Einmal hier reinlaufen. Also das da hinten, das hat es vorhin schon nicht geschafft. Ich glaube, das ist ein bisschen blöder als die anderen. Bleib drin. So, kommst du mal mit? Alter, ist das Viech blöd. So, du da hinten bitte auch mal. Ja, wunderbar. Brav. So, du darfst auch mal mitkommen. Alles klar. Freunde. Warum seid ihr so blöd? Nee, also irgendwas buggt in dem Spiel. Das kotzt mich hier extrem an. Das kotzt mich hier extrem an. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Na? Schau mal, was ich hier hinten habe. Lecker Weizen. Ich glaube, das eine bringe ich um. Das kotzt mich an. Das schafft es schon wieder nicht, hier reinzukommen. Jetzt geh mir aus dem Weg, du dickes Tier. Okay. Wer nicht will, der muss halt sterben. Da habe ich jetzt gar kein Problem mit. Pam und pam. So, jetzt reicht's mir. Jetzt haben wir 8 Minuten gebraucht, um die Tiere hier umzusiedeln. Wahnsinn, Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. Das ist zwar schön und gut, dass die einem jetzt hinterherlaufen, aber es wäre schön, wenn sie das implementieren würden, wenn die einem auch die ganze Zeit nachlaufen und nicht die ganze Zeit rumbuggen, weil das kotzt einfach an. Merkt man, dass ich ein bisschen wütend auf die Tierchen bin? Wahnsinn, ich gönne mir jetzt einen Schluck Kaffee. Gute Nacht. Und einen wunderschönen guten Morgen. Eieieiei, das war eine schwere Geburt. Jetzt können wir aber wenigstens mal diese blöden Gatter hier abreißen. Und hier endlich mal wieder eine normale Wand mit normalen Fenstern etc. hinbauen. Da hinten sollten die uns jetzt erstmal nicht stören. Ich hoffe nur, dass die da nicht schon wieder ausbrechen, weil... Ja, das macht den Sinan nur wieder aggressiv, gell? Sodala. Dann haben wir die Seite schon mal frei. Dann können wir die Tür hier eigentlich auch mal rausmachen. Haben wir noch dunkles Holz? Nein. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal ganz schnell ein Bäumchen hoch. Und das sollte dann auch genügen, um hier wieder alles sauber zuzubekommen. Ein Oak Sapling und ein Bone Meal. So, dich einmal dahin, dich einmal dahin. Jetzt haben wir zwar viel zu viel Zäune, aber das ist auch egal. Da werden wir sicher irgendwann eine Verwendung für finden. So wild ist das ja jetzt nicht. So, Bäumchen und Bone Meal. Wunderbar, ein kleines Bäumchen. Genau sowas wollte ich haben. Mehr brauchen wir nämlich auch gar nicht. Wir brauchen ja nur ein paar dunkle Planken. Und dann hat sich das auch. Glas sollten wir aber vielleicht noch holen. Muss ich mal gucken, ob wir da überhaupt noch was haben. Aber ich glaube schon, ich glaube schon. Oh, diese Tür. So, jetzt. Mal kicken. Glass Paints 2 brauchen wir. Oder? Ja, tatsächlich. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Einmal hier so, da und dann einmal das Holz verarbeiten und dann einmal da. Ja, wunderbar, Sinan. Dann einmal dich dahin und dann einmal da so und da so. Und schon haben wir kein Gras mehr im Haus. Für alle Nörgler. Sadala, dann würde ich sagen, können wir hier eigentlich auch wieder aufmachen. Das hatten wir ja nur zugebaut wegen dem Creeper, dass der hier unsere Tierchen nicht kaputt macht. Aber da es jetzt keine hier keine Tierchen mehr gibt, soll uns der Creeper erstmal nicht stören. Sollte ja nicht passieren, dass wir hier jetzt blindlings reinlaufen. So, einmal Genau, hier würde ich halt gerne noch was anbauen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich hier einen Zugang zum Keller nach unten mache. 3 breit vielleicht. Und dann hier noch ein
bisschen was zur Seite, dass wir das hier mit dem Gang da hinten verbinden können. Oder dass ich hier den Durchgang mit dem Gang mache und dann, dass wir hier eine Treppe runter machen. Das wird auf jeden Fall, denke ich mal, gut aussehen. Ich habe da schon so ein bisschen was im Kopf. Hab's noch nicht in so einer extra Welt ausprobiert, aber ja, müssen wir mal gucken. Es kam übrigens die Bitte rein, dass ich die Musik ein wenig leiser machen soll. Ich habe das jetzt von 25 auf, ich glaube, 21%, oder? Ist das jetzt auf 21? Es ist auf 21%. Also ihr dürft gerne weiterhin mir mitteilen, wenn euch die Musik irgendwie laut, leise, sonst wie vorkommt. Ich werde das dann natürlich anpassen, weil ich höre jetzt hier gerade einen extremen Bass auf den Ohren. Ist für mich ziemlich geil. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ja. Wie gesagt, wenn euch irgendwas zu laut oder zu leise ist, sagt mir das bitte und ich werde dann gucken, dass da jeder mehr oder weniger zufrieden ist. So. Dann könnten wir eigentlich auch erstmal die Taschen wieder leer machen und uns dann ready machen, um hier ein bisschen weiter auszubauen. Die Türen, die können wir erstmal hier bunkern, die brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, das haben wir schon wieder keinen Platz mehr, oder was? Wahnsinn. Wir könnten eigentlich noch ein Hühnergatter basteln. Aber Hühner können fliegen, gell? Da müsste das Gatter ein bisschen höher sein. Wollen wir das mal ganz fix ausprobieren? Ist zwar schade um die Eier, wenn es nicht hinhaut, aber vielleicht müssen wir das auch überdachen. Ich weiß es leider gar nicht. Ich weiß es leider absolut nicht. Wir werden einfach hier noch ein Hühnergatter dran bauen. Das muss ja gar nicht so groß sein. Und ich glaube, wir machen das einfach auch mal zwei hoch. Dass die da auch auf jeden Fall nicht drüber fliegen können. Und dann halt irgend so ein Plankendach drüber oder so. Na, ziehen wir das mal hier so lang. Vielleicht hätte ich jetzt die Türen aber noch behalten sollen. So. Oder? Ich würde sogar sagen, dass wir das so machen. Da können wir das noch rausreißen. Das muss ja, wie gesagt, nicht groß sein. Also das sind klitzekleine Hühner. So, dann würde ich sagen, einmal hier, einmal hier. Und dann halt hier noch so ein Plankendach drauf. Das sollte, glaube ich, genügen. Ich hoffe jetzt halt mal nur, dass unsere Zäune reichen. Sind das ja doch ein bisschen wenige, kommt mir so vor. Oder es reicht halt wirklich auf den Zaun genau. So. Nee, das war das Falsche. So, lala. Erstmal nochmal ganz schnell was. Jetzt muss ich kurz überlegen. Hier können wir tatsächlich Planken draufziehen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob 22 reichen. Glaube eher nicht, aber ja, müssen wir halt gleich mal gucken. Nee, 22 werden auf keinen Fall reichen. Das wird später alles noch verschönert. Wie gesagt, das hier ist nur temporär, dass wir hier wenigstens mal irgendwas haben. Ich würde sagen, ich packe hier einfach Kobbel drauf. Das ist mir jetzt gerade so egal. Hauptsache, die Hühner kommen hier nicht raus. So, und dann holen wir uns mal noch ganz schnell ein paar Türen. Und zwar eine Tür, zwei Türen. Und das habe ich jetzt ein bisschen blöd gemacht, gell? Nee, warum reiße ich das eigentlich ab? Ich hätte das nämlich gern nur eins, also so ein einer Durchgang. Mehr brauchen wir da auch gar nicht. Ich glaube, so sollte das passen, oder? Und hier dann zwei Türen aufeinander. Ja, holen wir mal ganz fix die Türen. Jetzt kann ich gerade wieder nicht laufen. Beziehungsweise brauchen wir drei Türen. Wir brauchen ja auch für den Außenbereich noch was. Drei Türen, perfekt. Das sieht doch schon mal prima aus. Ja, ich finde, das sieht eigentlich ganz nett aus. Das sieht eigentlich ganz nett aus. So, und da noch eine Tür. Genau, dass sie da auch auf jeden Fall nicht rauskommen. Dann schauen wir mal, dass wir hier ein paar Hühnchen platzieren. Ich hoffe nur, dass aus den 7 Eiern ein bisschen was rauskommt. Nein. Ein Hühnchen. Ach komm, zwei müssen wir doch. Boah, das gibt's doch nicht. Ja, dann müssen wir uns wohl noch auf Eiersuche machen. Weil mit einem Hühnchen werden wir nicht viel anstellen können.
Ist ein bisschen schade, ist ein bisschen schade, muss ich ehrlich sein. Jetzt haben wir tatsächlich aus 7 Eiern nur ein Hühnchen rausbekommen. Naja gut, da werden wir uns dann in der nächsten Folge drum kümmern. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich das hier schnell render und hochlade, weil es ist 12.17 Uhr und um 14 Uhr wollte ich sie eigentlich freischalten. Danke auf jeden Fall fürs Zugucken und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüssi!